Hallihallo, ich bin noch in Niederelzungen, noch und immer wieder gerne. Ja gut, das ist das erste Mal und filme mich hier fleißig durch die Reihen bei Uwe Gante. Jubiläumsjahr und hier haben wir, ja, kann ich fast sagen, aus dem Anlass, ne, das ist jetzt nicht so ganz richtig, was ganz Tolles hereinbekommen. Ich sag schon wir, Wahnsinn. Und ich habe auch jemand, der sich mit dem Fahrzeug befasst hatte als Gesprächspartner. Und dieses Fahrzeug steht zum Verkauf, ich weiß so viel, 2014, glaube ich. Ja? Neujahr 2014, richtig. Grüß dich. Hallo, Helmut Urbanek von der Firma Fährreisen aus Bielefeld. Ihr arbeitet zusammen, kennt euch seit Jahren. Wir arbeiten zusammen, genau. Und wir vermarkten den schönen Reisenden, Le Voyageur. Le Voyageur. Da stand noch RMB drauf. Wer die Geschichte kennt, mittlerweile ist das alles Pilotgruppe. Kann man ja durchaus das so sagen. Ist so, ja. Aber das ist eigentlich eine Legende. Und der Le Voyageur existiert als Marke weiter. Habt da auch schon einige vorgestellt. Und von dem her, da kriegt man alles, kein Problem. Und der ist aus wie viel der Hand? Das Fahrzeug ist aus zweiter Hand und wird verkauft wegen Neuanschaffung des neuen Reisemobils. Genau. Ja, noch viel größer geht ja kaum mehr in der Klasse bis 700 Tonnen. Nee, der Klasse nicht. Ne? Ist schon ausgereizt von der Größe. Ne? Das ist schon ordentlich. Genau. Hast du natürlich auch eine mega Garage hinten. Da bringst du dein Moped, dein Roller, dein Motorrad, alles rein. Brauchen wir nicht reden. Da passt richtig was rein. Ja. Das ist schon ordentlich gemacht. Doppelboden beheizt. Also hier fehlt es eigentlich an nichts. Ne? Von den Hubstützen bis zur Solaranlage, das ist alles dabei. Also da kann man wirklich sagen, Vollausstattung. Gell? Absolut, absolut. Ja, mit Außen, Duschanlage, Wasserzentrale und. Also das ist schon genial. Ich nehme dich mal so ein bisschen mit, weil ich will ja hier die möglichst alle Ansichten zeigen. Doppelaugenrückfahrkamera, das ist auch wichtig. Dann hat er eine praktische Klappe, dass man nicht immer die großen Klappen aufmachen muss. Nicht nur immer so eine große Klappe, wie ich habe. Anhängerkupplung. 3 Tonnen. 3 Tonnen? 3 Tonnen Anhängerlast, Drunter steckt der Iveco. Das ist der Iveco, genau. Der berühmte Iveco. Grundsolide. Ja. Unkaputtbar, 3-Liter-Maschine. 204 PS. 204 PS, genau. Allerdings ein Schalter, was der Sache, finde ich, keinen Abbruch macht. Ich bin schon mal einen Schalter in der Größenordnung gefahren. Du fährst ja den nicht wie ein Fluchtwagen. Du legst da deine 80 an oder deine 100 auf der Autobahn. Ja, das ist wahr. Kannst du auch sehr drehzahltief fahren. Ja. Also mit dem vierten Gang über den Kreisverkehr war auch nirgendwo ein Problem. Also nö, das dürfte auch kein Problem sein. Schalten. Reifen okay, Felgen schöne drauf. Da sieht man auch so ein bisschen die Verwandtschaft hier. Frankia, ja? Siehst du mal? Ja, stimmt. Ja, richtig. Mhm. Das bleibt alles im Konzern. Ja. Großzügiges Wasserfach und daneben schon, ich sage immer, der alte Auspuff. Aber ist halt mal so. Ja, richtig. Alles schön zugänglich mit den Gasabsperrventilen, der Thoma Voskontrol. Dann haben wir hier noch den Vorbelastungsdruckregler von Fiamma drin. Also man kommt auch gut an die alte hin, falls mal die Umwälzpumpe im Eimer ist oder sonst was. Das ist ein Verschleißteil, aber der Wagen hat ja erst, glaube ich, 41.000 oder 36.100, genau. 36.100. Oh, ja, voll daneben gegriffen. Auch optisch Lack, ihr könnt es wirklich nachvollziehen. Ihr seht ja die Bilder in HD. Ist der wirklich... Klar gibt es Abnutzungsspuren, aber die musst du suchen. Muss man suchen, ja. Bei dem Fahrzeug ist es wirklich sehr, sehr gepflegt. Also das muss man, kann man so sagen. Top-Fahrzeug, riecht nicht, keine Hunde drin gewesen oder irgendwelche Sachen. Hab mich schon überzeugt davon, weil ich muss ja ein bisschen die Kappe dafür aufsetzen, was ich hier zeige. Weil sonst sagen die alle, Camper-Tobi, da sind sie schnell dabei, ihr lieben Zuschauer, oder? So sieht's aus. Hier auch Schlauchtrommel drin, Abwasserversorgung, Frischwasserversorgung. Ladeboden. Hier nochmal, da geht es richtig dicke durch. Dann kannst du durchladen mit den Schienen. Sogar mit einem kleinen Surfboard. Oder wie auch und immer. Komplett beheizt, ne? Die ganzen Abteilungen. Ja. Auch sehr wichtig. Ja, die Isolierung ist mega schon bei toll. Den Fahrzeugen. Der Reisende, ich bin ja auch so ein Reisender. Ich wohne ja auch seit 7 Jahren in Wohnmobilen, in verschiedenen. Ja. Es wird eigentlich gut zu mir passen, so. Das stimmt, ja. Der Reisende. Ja, ich stehe ja auf Le Voyageur. Die ganzen Bespiegelungen mit innen, ne, Spiegel nochmal für die Seiten und so. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ne, also was die da alles reingebaut haben. Und das ist halt das einfach ist das Fahrgefühl mega. Du bist Captain of the Road, da geht der Urlaub beim Wegfahren los, sage ich nicht erst am Urlaubsort. Das stimmt, ja, so ist das. Das ist das Linerfahren halt. Ja. Und das ist schon ein Liner, liebe Leute. Das ist natürlich ein voll integrierter auch, aber das ist ein ausgewachsener Liner. Neupreis haben wir den schon angesprochen, roundabout 260.000, ja. Und hier die andere Seite. Ich glaube, Gastank hat er jetzt nicht in der Vollausstattung. Kein Gastank, er hat die 2x11 Kilo Standard. Aber das ist eigentlich auch ausreichend. Und wenn nicht, dann könnt ihr das noch umbauen. Ihr habt nämlich hier 5.700 Kilo
fahrbereite Masse, glaube ich, Leergewicht. Genau. Da geht ja einiges auf 7,5. Da habt ihr keine Zuladungsprobleme. Den Führerschein muss man haben dafür, aber ich glaube, und ich möchte jetzt natürlich hier nicht irgendwelche sozialen Ungerechtigkeiten auslösen, aber die Generation, die sich in der Regel sowas kauft, hat meistens auch diesen Führerschein. Genau, das ist so. Das soll es haben. Kann man durchaus so sagen. Was haben wir denn hier noch? Das ist ja auch cool. Das ist einfach noch ein Begrenzungsparkscheinwerfer. Ja, das ist der Scheinwerfer fürs Rückwärtsfahren. Ne? Dass ja man cool nicht nochmal ausleuchtet, ne? Beide Seiten. Praktisch. Ist praktisch und sieht auch gut aus. Ne? Also hat was. Ist schon, sieht man nicht überall. Ist durchdacht. Also das hat man bei Schiffen hat man das im vorderen Bereich oft. Wie so Docking Lights nennt sich das. Ne? So genau, was ist das stimmt in der Art. Und ein Bugstrahlruder dazu. Genau. Sehr cool. Hier auch Außendusche drin. 12 Volt, 230 Volt. Ich habe schon geguckt, Steckdosen mangels auch nicht. Da noch mal ein schönes Regal reingebaut vom Besitzer, kann man immer brauchen. Ordentlich gemacht, ja. Technik, das kannst du alles einzeln rausziehen, rausholen. Ja. Wir haben 200 Amperestunden, glaube ich, Excite-Glee-Batterien drin. Genau, richtig. Die ganzen Regler. Ja. Ich meine, die Batterien, klar, das wären jetzt wahrscheinlich, das ist aber gut gepflegt, noch die Batterien aus dem Neuzustand sein. Das werden aus dem Neuzustand sein, ja. Die werden noch funktionieren, aber sind natürlich, ich möchte da ganz offen reden, dann vielleicht mal irgendwann ein schönes Update mit Lithium-Ionen oder wie auch immer ihr da tickt. Aber es ist alles dran, es funktioniert alles an diesem Fahrzeug. Das ist so. Kriegt der neuen TÜV? Hat er schon. Hat er schon? Also Dezember, ja. Dezember wunderbar, TÜV perfekt. Der hat jetzt wieder knapp ein Jahr noch. Oh, muss ja jedes Jahr dadurch das Gewicht, ne? Ja, ja, klar. Stimmt, der hat ja jährlich. Vergesst es immer, weil ich so viel 3,5 Tonner mache mittlerweile. Ja, ja. Nee, die sind dann jährlich. Dann, ich sage ja auch immer, bei Linern ist es keine Treppe, es ist eine Gangway. Es ist eine Gangway, ja. Gut gesagt. Gangway. Ja. Da gehen wir doch mal rein. Dann habt ihr den ersten Blick, ohne dass ich oder irgendjemand in der Kamera rumsteht. Aber das mache ich generell eh nicht. Also klassische Dinette mit Echtleder. Ja. Wow. Hier übrigens am Eingang, die Steuerung so, wie sie sein sollte. Für die Hubstützenanlage, auch zur Entwässerung, kann man dann nach links oder rechts kippen. Das hat jetzt nicht nur den Vorteil, dass er einfach gut steht, sondern da gibt es wirklich diverse Optionen. Zum Ausgleichen, genau. Ja. Ja. Du kannst uns gerne Gesellschaft leisten. Ne? Ja, kommen wir doch mal mit rein. Ja, wunderbares Beleuchtungskonzept. Ne? Also das ist schon, wenn man reinkommt, das ist ein A-Gefühl. Ne? Ja. Also Wahnsinn, Wahnsinn, ist das schon toll. Also diese ganze Beleuchtung. Echt gediegen. Toll, toll, einmalig. Ich werde mich mal davor in die luftgefederten Fahrgastraum in die Cockpit. Ja, das ist auch schon ein tolles Gefühl. Guck, ne? Ich mach mal mit der Kamera ein bisschen hüpfen. Ja, ah, das ist schon herrlich. Einmalig, ne? Toll. Ja. Ja, und Leder hat schon was. Ich meine, da gibt es auch für und wieder Pro und Contra, wissen wir ja, aber. Ja, aber das ist schon okay. Das ist schön. Also das ist auch gut verarbeitet. Ja, eben. Doch. Von der Pflege her an allem. Ja, auch hier seht ihr nur Steckdosen, Zusatzlautsprecher überall. Das nenne ich mal eine Perspektive. Ich glaube, mit 8,70 Meter, glaube ich, sowas um den Dreh hat er, gell? Ja, 8,68, ne? Also, genau. 8,70. Ich kann mir so das genau was merken. Ist ja unglaublich. Ja, einfach toll, die Beleuchtung, das ist schon Wahnsinn. Ja, das hat was. Aber hallo, da vorne gibt es noch eine Fernbedienung, die liegt da unten drin. Cockpit zeigen wir euch auch nochmal, eben mit der Schaltkulisse. Dann hier eben die Kamera angesteuert und auch Navigation. Navigation? Multimedia, genau, ja. Multimedia. Mhm. Ne, Ebersbecher haben wir noch entdeckt hier. Guckst du, Zusatzheizung, über den Motor gesteuert. Schadet auch nichts. Und viele Ablagen, viele Steckdosen. Ich lasse mir extra mal ein bisschen Zeit, damit die Leute von ganz weit her, es ist ganz lustig, was sich für Wege ergeben hier mit dem YouTube-Job. Und auf einmal ruft der Richtige an. Wir hatten schon Südafrika, wir hatten China, wir hatten alles, wo Fahrzeuge hingegangen sind. Das ist erstaunlich, weil du genau vielleicht das gerade suchst. Ja. Und dann können die gut gucken. Tolle Sache. Das ist echt praktisch. Muss man wieder mal selber loben. Da kann ich ja nichts für. Kann YouTube was für. Danke, YouTube. In diesem Fall. So, ein Hubbett, das wäre mir jetzt nicht besonders. Ob es elektrisch, gell? Ist elektrisch. Elektrisches Hubbett, ja. Ja, also es funktioniert, aber wir werden jetzt nicht großartig rumfahren. Wenn ihr wollt, dann über dich und so weiter. Genau. Kontaktdaten, Uwe Gante. Ja. Ihr werdet euch einig. Tisch zu verschieben, logisch. Und nochmal zu erweitern, sehe ich gerade, gell? Ja. Du kannst hier komplett, ihr seht es hier, ziehst du einfach dann aus und gut, das ist, glaube ich, brauchen wir nicht ihr. Das checkt hier jeder. Und dann kannst du dann schön hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leuten eigentlich, wenn ihr wieder dürft, ja. Also lasst euch nicht erwischen. Ein Haushalt. Mit Aha-Regel. Also Schluss jetzt mit der Diskussion. Aber ihr könntet theoretisch hier mit 7 Leuten Party machen. Ja. Und das nenne ich mal Küche, ja. Ja, Wahnsinn, das ist unglaublich. Und es ist echt erstaunlich, egal was für ein Liner-Produzent, diese Glasregale,
haben einfach ihr Muss im Liner. Ich weiß nicht, woher das kommt, warum, da hat mal einer angefangen und das ist irgendwie so ein Stilmerkmal von einem Liner. Ja, zieht sich durch dann, ne? Stimmt. Okay. Das ist wirklich so. Findest du in jedem. Auch so gepolstert, dass sie ja nicht scheppern. Und unter dir, über dir, ist die Schaltzentrale für die alte Heizung und so weiter. Ich lasse dich mal mit reinkommen. Ja. Da haben wir dann alles drin. So, da seht ihr das. Victron Energy Regler drin. Die ganzen Fernbedienungen für TV, SAT, Twin LNB, zwei Fernseher. Schätze ich mal, oder einer vorne, einer hinten oder nur einer hinten. Ich glaube, er hat nur einen hinten. Jetzt. Er hat nur einen hinten, okay. Die Menschen konnten sich noch so unterhalten. Also ja, ja. Das ist auch ganz gut. Ne? Alles gut. Und wenn man denn will, kann man ja auch sich noch einen zweiten dazu bauen. Ja. Dafür gibt es ja euch und Uwe und so weiter. Oder mit Streaming rangehen an die Geschichte. Aber mit der Laufzeit und allem. Es sind alle Service-Geschichten gemacht. Das ist ein komplett Checkheft gepflegter Wagen. Absolut. Wie man heutzutage so schön sagt. So ist es. Na, du hast es entspannt. Ich sitze da auch am liebsten. Das ist toll, ne? Also ja, ich fühle mich gerade richtig wohl. Schön Perspektive. Ja, ich meine, in der Küche brauchen wir nicht reden. Da kannst du dann eben auch für die sieben, für die imaginären sieben Menschen da vorne, ordentliches Buffet hinstellen. Ja. Klappe auf. Ich darf mal. Ja, natürlich. Ihr seht, picobello, Pflegezustand. Also, es ist wirklich nichts. Dann machen wir auch nochmal Spülbecken auf. Da sieht man es immer am allerbesten. Anti-Rutschaufsetzer drin. Natürlich mit Piezo-Zündung, logisch. Gibt es heute noch ein Auto? Ohne? Ja, gibt es mit Sicherheit noch. Gibt es auch noch, und doch, das gibt es. Ja. Aber von den neuen kaum mehr. Softclose, ich habe es gesehen. Softclose-Einzug automatisch, ja. Mein Untertitel ist ja herrlich unperfekt. Also ich kann jeden Blödsinn machen hier. Fast. Die Leute gucken es trotzdem. Ihr seid echt toll da draußen. Danke dafür. Ihr könnt mal ein Like da lassen für uns hier, die wir am Sonntag so hart arbeiten. Und uns in Leinern rumtummeln. Schön. Ja. Was für ein geiler Job, weißt du? So. Doppelboden ebenerdig. Auch wichtig für die Entscheidungsträger. Dass du einfach wirklich hier ohne Fußfallen durchlaufen kannst. Dann haben wir natürlich diesen Riesenkühlschrank, AES, brauchen wir nicht reden, automatische Umschalter. Dann haben wir natürlich den Gasbackofen, verpflichtend wie das Glasregal in so einem Teil. Aber ich liebe die. Ich habe früher mal gelästert, die ersten Videos habe ich immer gesagt, der braucht einen Gasbackofen. Braucht man. Also hatte ich ein Fahrzeug mit und will es ja nicht mehr machen? Nein, wir nutzen das auch regelmäßig bei uns. Ja? Das ist wirklich so. Frischen Brötchen, meine Pizza machen. Ja. Weihnachtsbäckerei. Nein, ich singe heute nicht, liebe Zuschauer. Ich wollte bloß noch mal gucken. Aha, wir haben nämlich hier oben, guckst du, dann noch den Turbovent drin. Ich sage immer Turbovent. Der kann eben rein und raus blasen, drücken, wie auch immer man das nennen will. Aber zum Entfeuchten oder um die Luft in Bewegung zu kriegen, ist das prima. Ich wollte noch fragen, hat der noch eine Klima drauf? Nein, nur Klimaautomatik, Fahrerhaus. Klimaautomatik, Fahrerhaus. Das Aufbauklima ist nicht da. Genau, aber das ist ja gleich gemacht. Die wird in der Regel in der Fahrzeugmitte wahrscheinlich hier oder hier angesetzt. Hier wird sie nicht passen. Da wird theoretisch... Eventuell auch gegen den Wind. Ne? So von der genau. Könnte man auch gut... Aber das ist halt momentan ganz, ganz stark im Kommen, dass sich alle eine Klimaanlage wünschen. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr die Welt. Und da bist du mit einer Feststellung 2200 gut aufgestellt. Ja. Auch hier... Perfekt. Ich mache immer gerne die Duschtassen, weil da bilden sich immer die Haarrisse. Aber das ist alles eben in der Kategorie, da verwindet sich auch nichts mehr bei den Chassis. Also das kannst du noch. Das ist von der Qualität einfach hochwertig. Ja. Ne? Das ist der Unterschied. Ist schon auch die Haptik. Schon weißt was du? Ganz anders. Ach, das ist Ich muss mich ja wieder beherrschen hier, sonst sagen die alle, was hat denn der wieder für Drogen genommen? Ja, Bett, toll, dass es zwei Matratzenteile sind, drunter noch Stauraum und hier so kleine Ablagen und eine Garderobe und Lautsprecher und jede Menge Beleuchtung wieder. Steckdose. Und die Matratzen auch, das merkt man schon, da ist garantiert noch ein Federtellersystem. Frodi-System, so, ne, von der Art, ja. Wunderbar. Ja, das ist top. Schubladen seitlich. Zweiter Fernseher. Ah, der eine Fernseher, ich bin mal automatisch auf der eine. Top. Keine Klima, ein Fernseher. Und das ist aber wirklich alles tutto. Also ich glaube, Preis-Leistung passt hier perfekt. Übrigens kriegt ihr natürlich alle Infos über den Link, der unten ist. Und da gibt es die detaillierten Angaben, wer nochmal alles gucken will. Schrank gucken wir auch noch rein. Was ist denn das da für ein süßes Türchen hier hinten? Ah, alte Ausgleichsbehälter. Wichtig, immer gucken, schön alte Service machen, dann läuft das Ding ewig.
aber nicht selber Frostschutzmittel einführen, weil es billiger ist bei Aldi. Meine Lieben, bitte nee, nur, auch wenn es teuer ist, das Aldi-Mittel nehmen, weil ansonsten fliegt euch die Kiste um die Ohren, gibt Haarrisse und das mögen diese Alu-Konvektoren gar nicht. Und dann sagt Aldi nämlich, Itchibitch. Das ist so, ja. Das sollte man nicht. Ja. Und dann kostet es richtig Geld. Ja, das stimmt. Dann haben wir noch zweimal ein Zusatzheizgerät an die Warmwasserheizung von Aldi angeschlossen. Einmal hier, da seht ihr, da kann man auch Handtuchtrockner sagen. Und dann gibt es noch diesen, darf man da Radiator sagen? Eigentlich, Radiator ist es nicht, gell? Nee, eigentlich nicht. Auch nochmal warm. Ja, genau. Schön warm. Ja, schön durchdacht. Cool. Also, Mensch, herzlichen Dank. Ja, gerne. Das ist für mich auch das Highlight des Wochenends. Natürlich hat Uwe Gante auch andere schöne Fahrzeuge. Das, oh, ist das klar. Hat er auf jeden Fall. Aber es ist natürlich alles immer... Das ist schon was Einzigartiges hier, was wir jetzt erleben. Ne? Ist doch schon was anderes. Da also, gibt es nicht viele. Nein, das ist wirklich toll. Also ihr wisst, was ihr machen sollt, wenn ihr jetzt dieses Video gesehen habt und euch in dieses Fahrzeug verliebt habt, bevor es ein anderer tut, meldet ihr euch, zählt mal das Kleingeld und dann gibt es einen schönen RMB. Perfekt. Vielen Dank für deine Unterstützung, aber ich finde es auch erstens immer... Danke für die Aufnahmen, ganz sympathischer. Toll. Ja, kommt echt gut. Super. Haben wir sonst noch was? Nö. Mal gut durch mal. Wir sind durch. Ja, euch fällt sicher irgendwas ein. Also wie gesagt, ab in die Kommentare. Wir beantworten nach Möglichkeit natürlich alles, außer doofe Kommentare. Das habe ich mal abgewöhnt, meine lieben Freunde. Also, liebe Campingleute, bleibt gesund, haltet Abstand und tschüss. Wir hatten so viel Abstand übrigens da drin, braucht auch keiner meckern. Wir passen hier echt auf, dass uns ja keiner erwischt. Tschüss. Tschüss. Bei Uwe Gante. Ciao, ciao. So, jetzt aber Schluss.